Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Let's Play Yoshi Crafted World. Wir hatten das letzte Mal den ersten Juwel gefunden, den ersten Boss gemacht und mit den, wie heißt der ganze Spaß, Origami-Gärten, Blumen, Wip-Wiese geht es nun weiter. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ist jetzt übrigens nochmal hier für euch noch selber Aufnahmesessen und alles. Es tut mir erst leid. Ich schaue, dass den Rest der Folge, die ich voraufnehme, später heute Abend oder so aufnehme oder morgen noch, bevor ich fahre. Because sonst die ganze Zeit nur RIP. Weil man sieht hier die Hälfte des Stuhls. Also ich mache alles bewusst und alles. Und sorry, und ich schaue, dass das bis zum nächsten Part hier hingebastelt bekommen irgendwie. So, da hier gibt es bestimmt irgendwas zu verbergen. Wo das Ding hier nicht so geschützt hier herfliegt. Ja. Bam. Seht ihr, haben wir doch so die erste, ja, ist das Blume eingesammelt. Überhaupt, hier ist viel Blumengedönse. Origami. Weil, Hilfe. Die Blumen gehen da irgendwann ein. Das ist, ach, scheiße. Ich will auch noch einmal hier rauf. Und mir diese Leben hier so kreiern. Und noch einmal, ja, auf, yay, es macht Spaß. Keine Ahnung, wieso. Also, eigentlich macht das Spiel echt Spaß. Klar, es gibt was Belegenheiten, die jetzt nicht so dufte sind. Ganz ehrlich. Aber die gibt's immer. An dich. Boah, was war das denn da? Das war das Handgefährdes von mir. Man hat sozusagen einen Lebensretter in Anführungsstrichen. Und ich habe die trotzdem eingesammelt, ja moin. Ich habe mir nicht mal Leben gekostet, oder wie, ja moin. Läuft. Läuft. So. Ja, da fühlt man sich doch gleich wie so ein Hamster. So, einfach mal alles hier scheiße einsammeln. Und dann verwenden. Um die Blume einzusacken. Läuft. Der ist halt wirklich out. Okay, hier sind jetzt ein paar böse Dinger. Die machen wir einfach weg. Beachten wir sie nicht. Ne, hier gibt es überall Blumen. Hier damit eine relativ beschissene Aufgabe. Was müssen wir denn machen? Das Ding hat nicht so wippen wurde. Okay, die haben jetzt halt leider verkackt. Aber zu spät erst gesackt, was genau man hier machen muss. Hier brauchst du jetzt einen Zeiger. Also Krabbel, die Krabbel, die Crab 1, 2. Ja, hier runter und hat das jetzt getroffen? Ja, bam, easy. Hier wartet es bei oben, bis es hochkommt. Danke dafür und bam, haben wir auch das geschafft. Ja, ist ja eigentlich alles ganz gut. Das läuft ganz lustig. So, vielleicht bekommen sie das Sighting hier besser hin. Die müssen wir doppelt. Sag das doch gleich. Dass man den hier zweimal treffen muss, ey. Gut, einer hat uns übersehen. Also, was machen wir denn? Den der Rest ist toll, das ist gut. Vielleicht muss einfach besser hinsehen, dann findet man die einfacher. Die Blumen erinnern mich. Ich kenne noch diese Spritzeblumen. Die ich damals. Ich weiß nicht. Kennst du mit Kindergarten und so weiter? Diese Spritzeblumen, die dann immer Wasser gespritzt haben, wenn man die angemacht haben.
Die waren so geil. Die hatten irgendwie den Kindergarten nicht mehr. Daran erinnert mich, dass ich gerade übelst hab. Oh, krasser Kindheit, Flashback gerade. Ich muss die erst nachher mal googeln. Diese Spritzblumen. Die waren so cool. Die waren das wie so eine Art Rasensprengen, nur so zum Spritzen und halt für Kinder. Also, wisst ihr, was ich meine? War sehr cool. Damals. In schönen alten Zeiten. Oh, komm, geh weg, die fetten Maulwürfe. Und daran. Tja. Kommt hier aus nix so ein kleines High-Guy-Kiddy rum, aber hier, ganz ehrlich, fliegen einfach überall ein Mist drüber. Das geht ja theoretisch. Und dann hinein ins Schädel. Yay! Yikes, das ging ja soweit, mal ohne irgendwelche Komplikationen. Der heutige Part, keine Angst, heute wird wieder ein bisschen länger. Wir wollen jetzt nicht irgendwie hier den ganzen Tag nur rumsitzen und ja, nur total kleine Parte drehen. So nichts. Hier werden wir jetzt auch was zu tun haben. So. Und da der Part noch ein bisschen länger gehen soll, mache ich es eben noch jetzt hier ein weiteres Level, beziehungsweise zumindest schauen wir hier so dem Automaten und schauen, was es hier so gibt. Okay, dann wird der Part das auch nicht so lang. Jetzt erst heute. Normalerweise, ihr wisst, das macht wirklich längere Part. Aber jetzt hier, wo ich im Urlaub bin, geht sich das einfach nicht aus, weil ich brauchte Zeit und lag mich tot. Aber so, was hier drin ist. Blaue Eimer habe ich bekommen. Den Team uns doch gleich um. Aber einmal oder zweimal machen wir noch, weil die Münzen gibt es überall. Kostüme sind immer cool. Also holen wir uns dann noch zwei lustige Kostüme. Hier haben wir ein. Lila Springblume. Das wird so aussehen. Ich sieh's aber nicht an. Und einmal machen wir es noch den ganzen Spaß. Weil wir nicht auch nicht uns so krass verspielen. Und was haben wir hier? Ich bin gespannt. Yeah. Oh geil, grüner Blumentopf, der sieht an. Auch nicht, weil ich auf diesen gehe. Aber ja. Ist doch lustig. So, und mit den Monty Maulwurf Marathon Mats. Whatever that is. Damit geht's im nächsten Part weiter. Wie gesagt, er soll, dass die Parte so kurz sind, aber wie gesagt, jetzt vom Urlaub Stress hoch X. Ich fahre nach Wien. Macht auch übrigens einen kleinen Vlog von meinem Zweitkanal. Also wenn ihr das Video seht, kommt das online. Wahrscheinlich Freitag, bin ich gerade mitten in Wien. Dann wird es bald mal Vlog hochkommen. Würde mich freuen, wenn ihr ihn anschaut. Und ansonsten bedanke ich mich so weit herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.